Und da sind wir auch schon wieder mit Let's Play Golden Sun 1. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen uns den Toby umgesehen und nochmal mit dem Barbie geredet. Und ach Gott, war die Folge wieder lang. Genauso lang wie mein Fuß. Ja. Aber wir wollen uns jetzt nochmal ein bisschen umschauen. Und ich würde gerne mal langsam zurück. Okay, hier können wir wohl noch nichts machen. Ich hätte nämlich gerne noch mindestens zwei Gins, die ich noch brauche. So, wo ist denn die Passage? Ist die irgendwo hier? Nee, ne? Ein Gnomagier. Gefrierbrand! Ja, das war's auch für den. Wie viel Money haben wir eigentlich mittlerweile? 33.000. Ah, ein bisschen haben wir, ein bisschen. Da ist die Höhle von Alten Miller. Irgendwo müsste doch hier mal die Passage von Gondova sein. Suddenly Merkur Jin? What the fuck? Oh, verdammt. Ich bin jetzt ein bisschen überrumpelt. Suddenly Venus Jin, ne? Merkur Jin. Kommt der eigentlich hierher? der tut aber auch weh. Hier. Das kann ich auch. Hitzewelle! 146. Komm, jetzt prügeln wir mal, weg hier. Gefrierbrand! Und damit wurde er auch schon eher besiegt. Suddenly Merkurchen. Okay. Der Merkurjin Pin folgt Isaac. Nein, du folgst bitte nicht Isaac. So, du musst mal bitte darüber. Nichts Neues. Jetzt kann Pin senkt gegnerische Abwehr durch Frost. Okay. So, die schalte ich mal am besten aus. Wenn wir schon mal dabei sind, Mia, ich mal bitte ein paar Wünsche. Dankeschön. Damit habe ich nicht gerechnet. Ach, dafür ist also hier die Ecke so zuständig. Okay. Ja, ne? 88, 58, ja? Unser Damage ist im Eimer. So, und nicht ein einziges Mal ist irgendwas aufgeheult. Wow. Haben wir heute Pech, ey. Also, ich bin immer noch baff wegen diesem Suddenly Merkur-Gin. Also, da drauf. Da drauf. Machen wir weiter Sturmblitz und Eishorn. Ja. Nichts. Es heult einfach nichts mehr auf. Was ist denn los? Schatten. Au. Okay. Das tut weh. Also mal wieder auf hier, stirb mal. Flüstersamen. Och, geh doch mal weg damit. Ich muss mir auf jeden Fall nochmal was überlegen, wie ich das mit Colosso mache. Ich würde euch gerne mal zeigen, wie Colosso ausgeht, wenn wir es schaffen. So. Ja. So, da, endlich mal. Terra-Schlag! Meine Herren, und schon wieder ein Flüster. Och, gehen Sie nochmal weg mit dem Crap. Dax von Calais? Ich glaube, hier geht es irgendwo lang, oder? Ist hier irgendwo die Passage von Gondor? Aber nein, ich glaube, ich bin hier sogar richtig. Epizentrum. Machen wir einfach mal Feuer. Sturmblitz und Eishorn. Ich glaube, ich werfe gleich mir nochmal eben eine magische Feder. Sturmblitz! So, da ist Nummer 1 gebrutzelt. Nummer 3 brutzeln. Okay, ja. Tief gefrieren sie erstmal. Oh. Ja, immer ein paar gute Punkte. Wie viel fehlen uns eigentlich noch? Knapp 700 noch. 800. So. Hallo. Hallo, du. So, so können wir auch den hier in den Docks von. Den Docks von Calais den holen. Und einfach hier rumrennen. Der Venus den Strato folgt Isaac.
So, jetzt endlich haben wir mal. So, Strato. Hält ein Gegner durch Gravitation. So, was passiert, wenn wir. Oh, wir kriegen Gaia und Phoenix. Oh, wir kriegen endlich Phoenix. Phoenix ist nämlich ein Wiederbelebungszauber. Oh, sweet. Gaia ist auch toll. Dann kann ich dich hier rübergeben. Was kriegen wir hier denn? Nichts Neues, ne? Nur ein kleiner Werteboost. Sieht doch gleich viel besser aus. Aber auch wenn wir hier den Erdrutsch nicht loswerden können. Schade. Ja, anders kommen wir leider nicht durch. So, ich sehe irgendwas. Nein. Schade. Durch diese kleine Spalte, da können wir nicht durch. Und da ist die Höhle von Alten Miller. Kann ich euch mal zeigen, was ich hier gelernt habe. Gaia. Wir machen dann einmal hier Feuerball, Sturmblitz, Eishorn. Gaia! Ist endlich mal ein vernünftiger Dreierangriff wieder. Der Schaden macht. Okay, nicht ganz. Sturmblitz! Täuschung. Ich hab Ivan. Mia wurde getäuscht. Oh je. Blitzgewitter. Au, 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 au. Können Sie mal wieder auf hier. Nehmen Sie mal ein Eishorn. Ein Eishorn. Meine Einhörner, meine Eichhörner. Wo zum Kuckuck? Muss ich überhaupt hier in Todesgefahr? Na, das wollte ich auch mal wieder sehen. Ich glaube, hier muss ich sogar hin, oder? Höhle von Alten Miller. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hin muss. Muss ich hier hin? Hm. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Oi, aber. Ja. Kinders, ihr seid viel zu langsam geworden, wisst ihr das? Geht ja mal gar nicht. Da ist Tolbi. Und das mal am besten so. Heilige Feder. Wir haben nur noch 14. Ah je. Oder warte, muss ich hier irgendwo nach Süden? Muss ich nach Süden? Ich muss, glaube ich, muss nach Süden. Tatsache. Passage von Gondor. Hallo, Dude. Ich habe auf dich gewartet, Isaac. Wir sollten so schnell wie möglich zu Barbys Leuchtturm gehen. Meine Nase juckt die ganze Zeit. Ich weiß nie mal warum. Aber Tolbi. Okay. Hm. Ich will noch nicht zum Leuchtturm. Der Leuchtturm hier vorne irgendwo? Ach, komm schon. Oh, Kobold, der neue Gegner. Neue Gegner. Sag mal, was ist denn hier los? Heilkraut. Okay, er kann heilen. Todesgefahr! So soll es auch für euch gewesen sein. Und Critical Hit! Und der ist auch weg. Ich glaube, ich muss wirklich mal so eine Trainingssession wieder einlegen. Und was haben wir denn da? Suhala. Sweet. Suhala. Eine sehr schöne Stadt. Willkommen in unserem Haus. Ein Zimmer kostet 72. Jo, wir gehen erstmal knacken. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir es direkt auch mal nutzen, das Angebot. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Nacht, ja. Leider nicht. Es wird eine Weile dauern, bis die Stürme abgeflaut sind. Also fühlt euch wie zu Hause. Das werden wir auch gerne machen. Hallo, ihr da. Wir gingen in die Suhala, um den Leuchtturm fertigzustellen. Aber der Sturm hat uns überrascht. Jetzt kommen wir nicht zu Barbys Leuchtturm. Die Sandstürme sind so schlimm, dass wir es aufgegeben haben, zu Barbys Leuchtturm zu gelangen. Okay. Wir sind also faul. Dann haben wir hier. Oh, auch nichts. Schade. Hm. Was gibt's da oben? Äh.
Aber mit Wachstum. Dankeschön. Ich will nämlich wissen, was da oben ist. So, gehen wir mal Kiesel wieder. Kiesel ist mein Best Friend. Hä? Warum greifen die Sandstürme Menschen an? Es ist so, als wären diese Sandstürme am Leben. Hm. Okay. Kämpfende Sandstürme. Interessant. Nein, ich will oben an die Kiste ran. Okay, wie komme ich da dran? Kann ich da oben irgendwo runterrutschen? Na, hier... Warte mal, wenn ich von oben rankomme... Nee. Kann ich hier irgendwo raus? Nee, ne? Was ist das mit dieser Leiter? Okay, die Leiter... Bringt mir... Liege richtig, dass ihr auf eurem Weg zu Barbies Leuchtturm von einem Sandsturm her hierher geweht worden seid? Nee. Ich war auf dem Weg zu Barbies Leuchtturm, um dort eine Geschäfte zu eröffnen. Aber dann wurde ich wieder hierher zurückgeweht. Okay. Irgendwas Interessantes hier? Nö. Aber ich will die Kiste da haben. Die Kiste, die sie ruft meinen Namen. Hier, gib dir nochmal Kiesel. So, einmal hoch damit. Ey, was muss ich doch machen können, um an die Kiste daran zu kommen? Hm. Ey du, sammel, wie ich an die Kiste komme. Die Erwachsenen sagen, dass die Sandstürme Menschen angreifen. Aber warum sollten sie, sollte ein Sandsturm sowas tun? Ja. Wirklich gute Frage. Ich lande immer wieder hier. Obi, geh mal zur Seite. Nicht Geistleser. Kann ich hier irgendwie rüber? Da ist irgendwas. Ich muss da von der anderen Seite ran, aber wie? Ich glaube, ich weiß wie. Könnte sein, dass ich von der anderen Seite ran muss, also von rechts ran muss. Denn ich mag es denn. Nope. Ich will nicht von da rein. Ich will hier rein. God damn it. Ich komme da sofort immer wieder raus. Gibt's doch nicht. Himmel. Okay, ich guck mir das nochmal an. So. Hallo ihr da. Nach Zuhalla getragen, oder? Nein. Ist mir egal, was alle sagen. Es sollte nicht zu viele Sandstürme geben. Was in aller Welt geht nur in der Wüste von Zuhalla vor? Die Sandstürme haben uns hierher befördert. Es geschah alles so schnell. Oh. Die Wüste ist, in Sandstürme eingehüllt. Gehüllt. Es ist regelrecht erschreckend. Soldaten aus Sabi wurden von einem Sandsturm überraschend beinahe ausgelöscht. Die Überlebenden sind in diesem Haus. In dieses Haus. Zwei Leute. Huss! Jodam! Der Soldaten sollte zu Barbies Leuchtturm gehen. Jodam, was machst du hier? Barbie hat mir befohlen, mit Isaac zum Leuchtturm zu gehen. Ihr habt Cosma nach Lalivero eskortiert, oder? Stimmt, Cosma, da war ja was. Wir haben Schande über Tolby gebracht. Was ist mit was ist mit Cosma geschehen? Wo ist sie? Ich weiß nicht. Als wir erwachten, lagen wir hier in diesen Betten. Wenn Cosma etwas zugestoßen ist, was geschieht dann mit dem Leuchtturm? Hallo? Wir sind auch noch hier? Cosma war der einzige Grund, warum uns Lalivero beim Bau half. Wir haben euch Cosma anvertraut, damit der Bau schneller vorangeht. War das ein Fehler? Jode, ich weiß, dass Cosma nicht im Sandsturm war. Ist das wahr? Cosma wurde in unsere Obhut gegeben. Daher haben wir sie keiner Gefahr ausgesetzt. Ihr habt euch richtig verhalten. Aber wo ist Cosma jetzt? Wahrscheinlich am Rande des Sandsturms, der uns erwischt hat. Isaac, wir müssen in die Wüste gehen und nach Cosma suchen. Wenn ihr in die Wüste geht, hütet euch vor diesen Zyklonen. Zuerst konnten wir es nicht verhindern, vom Sandsturm erfasst zu werden. Aber im zweiten Mal nicht. Es gab andere, denen es gelang, durch den Sandsturm zu kommen. Keine Ahnung, woher sie es hatten, aber sie haben die Zyklonen mit Hilfe von Wasser aufgehalten. Hä? Wasser? Man kann die Sandstürme mit Wasser aufhalten?
Ich glaube, ich verstehe jetzt. Doch ruh dich nun aus. Hati Yodem, es gibt noch mehr. Du darfst nicht das gleiche Schicksal erleiden, wie wir es getan bekommen haben. Oder so, ne? Die Sandstürme werden von Monstern verursacht. Kann das sein? Die anderen, sie haben die Bestien erschlagen. So sind sie weitergekommen. Wer... Was sind sie? Als die Stürme abebbten, sind sie weitergezogen. Aber sie waren überall. Sie hatten seltsame Kräfte. Wir mussten Fässer voller Wasser bringen. Weil der Transport hat uns so erschöpft und dann auch noch diese Bestien. Es reicht jetzt. Ruht euch aus. Sie sind gefährlich, diese anderen. Erschlagt die Bestien, nehmt die Spur auf. Danke für eure Hilfe. Ihr seid euren Pflichten ehrenvoll nachgekommen. Sind diese anderen jene, die ihr verfolgt, Isaac? Ja, komische Kräfte. Ja. Wasser. Warte mal, Alex. Ja, Alex hieß er. Alex, Wasseradept. Eins und eins, macht eine Reihe. Ja. Diese Geschichte hat also bei dir den gleichen Eindruckeffekt wie bei mir. Wir müssen Cosma so schnell wie möglich finden. Wer zum Fick ist Cosma? Dann werden wir die Suhala durchqueren und eure Gegner verfolgen. Und dann töten wir Felix und Craven. Ist doch irgendwie sowas wie ein Waffenladen oder so. Aber du hast sicher noch irgendwas, was mir gefällt. Willkommen, wir haben genau das, was du brauchst. Okay, dann zeig mal her. Heiltrank, Silber, Spielertinge, nein. Nicht das, was ich suche, aber das habt ihr. Dann nochmal ein bisschen was verkaufen. Und zwar wieder. Ja. Dankeschön. So, und dann heißt es wohl ab in die Suhala. Bevor gucken wir nochmal hier rein. Hallo, Omi, Opi. Nope, euch kann ich nicht ausräumen. Kommt den riesigen Zyklon in der Mitte der Suhala nicht zu nah. Sie werden von den Bewohnern Todesstürme genannt. Sie sind das reine Böse. Ja, das bin ich schon. Todesstürme, wie? Es gab ein Sprichwort über diese großen Zyklone. Wie war es doch gleich? Ach, ich kann mich nicht erinnern. Der du suchst, irgendwas von den Augen der Wahrheit, wie war das noch? Wenn den Schatz du ergreifst, wird eine Kreatur der Finsternis. Oh, so ein Mist, ich habe es vergessen. Ah, okay, das ist interessant. Soldaten haben irgendwas über bla 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 Monster erzählt. Okay, ab in die Suhala. Die Suhala ist hier. Was ist hier? Nee, du lässt mir jetzt mal nicht nach. Ich bin jetzt scharf auf Monster. Boah, ich hab gedacht, ich bin nicht so scharf auf Monster. Ein Fettbauch. Du nennst mich Fettbauch! Gefrierbrand! Und er wurde gelernt. Schön. Terra-Schlag! Dankeschön. Und das war's mit dem Fettbauch. Wo zum Himmel bin ich hier? Ah, okay, da müssen wir also hin. Haben wir hier noch einen Kobold, okay. Komm, lock den mal hier weg. Todesgefahr! Isaac ist nur Level 20er Galan. Tonspitzer gelernt. Sweet. Also, ihr müsst jetzt eigentlich damit rechnen, dass Isaac genauso viele Djinns hat wie die anderen. Ich hab den nur übersehen. Ein bisschen peinlich. Ich kann euch ja mal Tonspitze zeigen. Ah, wo haben wir sind denn Tonspitze? Tonspitze! Oh, das darf jetzt sicher wie. Gefrierbrand! Du bist gelähmt, schön. Paralysiert, aua. Hier, nehmen Sie mal das. Und das sollte ich jetzt ausnocken. Todesgefahr! Oh. Diese Angriffe rausschreien, das macht manchmal immer so Spaß. Aber es gibt deutlich bessere. Oh. Wüste von Suhala. Hier ist es Gott sei Dank noch lange nicht so heiß hier drinnen. Huch! Ein Sandsturm. Wenn wir ihn angeraten, haben wir ein Problem. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Warum gibt es so viele? Wenn wir hier nicht vorbeikommen, gelangen wir nie zu Barbys Leuchtturm. Wenn wir dieser Wüste entkommen wollen, müssen wir vorsichtig voranschreiten. Oh, Enthüllung? Nee.
anscheinend hier nichts. Huch. Ach, hier gibt's auch Gegner. Larve und Pesthauch. Okay. Tonspitze. Was war geil? Hä? Das war Phönix nochmal. Ja, Phönix hier belebt einen besiegten Freund. Nicht Ragnarök. Tonspitze. Dann aber mit dem Feuerball. Sturmblitz. Eishorn. Dankeschön. Tonspitze! Er ist mal wieder vernünftigen Schaden. Ich muss ihn mal Epizentrum reinzimmern, um ein bisschen Schaden zu machen. Au. Der Blitz ist noch Ultraschall. Ah, hören Sie mal bitte auf hier. Hier, Eishorn. So, was war's mit euch? Ich werde jetzt erstmal eine Trainingssession einlegen. Ich werde hier trainieren und dann immer wieder nach. La Livero? Was, La Livero? Nach Suhala, genau. Immer wieder nach Suhala gehen und ja, in der Wüste trainieren. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Part wieder. Bis dahin.